Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spiritfahrer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen wird. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe bislang noch nicht viel mitbekommen, weil ich das Spiel erstmal so... Ich will mal gucken, wie... Mal sehen. Ich werde die nächsten Folgen schon mal machen und werde sie mir aber abspeichern. Und dann gucke ich mal, wann ich sie hochlade. Das heißt, ihr könnt das maßgeblich wirklich beeinflussen, inwiefern die Folgen hier kommen. Indem ihr einfach sagt, ja, hier, da, ich hätte da gerne mal was oder so. So, ich würde sagen, heute wollen wir mal ein bisschen... Wir wecken sie. Eigentlich müssten wir sie nicht wecken, oder? Aber ja, wir wecken sie einfach mal. Wir wecken sie einfach, wir sind so dreist. Ja, obwohl wir gar nichts mit ihr zu tun haben wollen, aber wecken wir sie einfach mal. Dann würde ich sagen, wir gucken mal hier, dass wir direkt hier... Wir haben ja jetzt gemerkt... Hier so, guck mal hier. Neues Land, guck mal, Gewitter. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber jetzt erstmal hier hin, damit wir ein bisschen mal... Ich hätte gerne noch... Guck mal, hier könnten wir ja noch Sachen bauen. Und dafür brauchen wir hier noch ein bisschen Holz und Flaschen. Ich weiß nicht, woher wir die bekommen, aber... Aber ja. Wunderbar, dein Daumen ist so grün wie dein Hut. Schon bald wird dieses Schiff ein gemütlich, tja, schwimmender Bauernhof sein. Vergiss nicht, dass du die Pflanzen wohl gelegentlich gießen solltest. Oh. Verpflichtungen? Ich muss mal nur kurz ein paar Notizen machen, nicht wundern. Aber was weiß ich schon? Mein Wissen über den Gärtnern ist so beschränkt wie das Einfühlvermögen meines Vaters. Du solltest dir bessere Lehrer als mich suchen. Da fällt mir ein... Ich glaube, es ist Zeit, dass du neue Leute findest. Versteh mich nicht falsch. Ich liebe es, nur mit dir über den Ozean zu fahren. Aber du bist der Seelenfährfrau und Seelenfährleute müssen Seelen finden. Und ja, ihnen helfen, ihre letzten Wünsche zu erfüllen, so profan sie auch sein mögen. Ich habe diesen Ort ganz in einer Nähe gehört, wo vielleicht jemand deine Hilfe brauchen könntest. Und wenn er wirklich der ist, für den ich ihn halte, wirst du ihn sicher lieben. Los, stechen wir ins See. Ja. Aber zuerst fangen wir ein paar Quallen. Ja. Wieder, die Quallen stehlen das ganze Licht, genauso wie mir jede Hoffnung gestohlen haben. Ich werde mich nie daran gewöhnen, ein Teil von mir denkt, dass es alles meine Schuld ist. Gut, du kannst wieder dein Ding machen. Bist du bereit dafür? Keine Angst, Stella, sie werden direkt auf uns zukommen. Boah, das sieht so episch aus. Echt schön gemacht, oder? Ja. Das mit der Leiter ist eine coole Idee, aber... Oh. Guck mal, dieses ist schneller als die von vorhin. Na, soll ja auch ein bisschen schwieriger werden. Das ist eine große. Nice. Kann sie den ganzen Tag machen. Ich glaube, wir sind schon durch. Ah, okay, das hat jetzt nicht so lange gedauert wie letztes Mal. So, wir gießen noch mal kurz. Ach gut, das wird dir sogar angezeigt, wann du gießen musst, ja? Praktisch. Achso, ich muss ja hier wieder. Ach, ich vergesse immer, eigentlich müssten wir auch zuerst.
Also wir gehen jetzt nochmal darüber. Wir wollen ja ein bisschen Kohle mal machen. Hier haben wir natürlich jetzt alles durch. Können mal gucken. Vielleicht hat sie ja Hunger. Hat Hunger. Ja, guck mal. Diesmal geben wir ihr hier Popcorn wieder. Ich liebe Seelentröstergerichte so sehr. Ja, ich weiß, aber ich kann dir nicht jeden Tag eins geben. Weil das magst du dann auch nicht. Das war mal ein sehr gut Gericht. Ich fühle mich viel besser. Klingt das komisch, wenn ich sage, ich finde, dass dieser Elch ziemlich gut aussieht? Ja, ich finde das auch. Sie ist irgendwie sexy, oder? Irgendwas, ja, sie auf jeden Fall sehr schön designt. Das sieht sehr gut ja. aus. Ich finde das auch. Ist das merkwürdig? Ich weiß nicht, aber wir sind dann merkwürdig. Das ist okay. Ja, dann sind sie halt merkwürdig. Mein Gott. Mir gibt's Schlimmeres. Ich würde gerne noch mehr bauen. Achso, was man ja mal gucken könnte. Wenn ich eh noch ein bisschen hier bin. Oh, guck mal. Okay, ich kann nur ein einziges Exemplar. Oh, irgendwo tun wir gerade. Wie viel Sperrmüll hier eines Schiffes? Oh, ich glaube, ich sollte das. Wie? Ja, du bist gleich da, also. Ja, jetzt bist du da. Guck mal. Du kannst das einsammeln, geil. Was? Guck mal. Oh. Rauchen? Oh. Ich will aber das Holz haben. Ah, okay. Oh, was ist das? Oh ja, okay, alles klar. Kalkstein, strahlende Halskette hast du bekommen. Und mir gefällt das Spiel total. Ja. Voll mein Ding. Das ist viel süßer als die kleinen. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich hier raufkomme. Auf das kleine Boot oder nicht? Weil das ist doch so. Das war's? Also, ich will mal kurz zurück. Ach, das ist jetzt weg. Okay. Dann können wir jetzt theoretisch hier nochmal hingehen. Yeah, noch mehr Qualität. Wir gehen ein bisschen sammeln heute mal. Es scheint in Mode zu sein, in Videospielen wirklich einzuführen, dass es Tag und Nacht wird. Muss aber aufpassen, dass der Tag nicht zu schnell vergeht, weil man möchte am Tag ja auch für einiges schaffen. Hering. Ja, wir angeln schon mal. Man weiß ja nicht, ob wir das irgendwann brauchen. Magst du Hering? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Fische nicht unterscheiden. Ich koche mir selber nicht Fisch. Also, keine Ahnung. Also. Ich kann Lachs unterscheiden. Lachs ist der einzige Fisch, den ich mir selber mal zubereitet habe. Also, Hering kocht und brät man nicht. Die isst man, soweit ich weiß, roh. Echt? Und, ja, und ich weiß nicht, ob das generell bei... Gibt's denen so eine weiße Soße, dann hasse ich ihn. Nein, meine Mutter hat nämlich immer so eine weiße Soße, dass du hast so Kartoffeln gemacht und das war echt eklig, ich weiß nicht. Die schmecken eklig, die machen da so viel, wie heißt das Ding, Essig rein, das schmeckt gar nicht mehr, das schmeckt eklig. Aber ich meine echt frischen Hering und ich weiß nicht, ob das generell bei Russen so ist oder ob nur meine Familie die das gemacht hat, aber wir haben die echt gerne gegessen. Auch mit Kartoffeln, weißt du. Aber ohne ihr Soße oder so. Kann einfach auch sein, dass ich habe so eine, ich habe schon oft diese... Oh, du bist da.
Mir hat es auf jeden Fall immer geschmeckt. Ich mag jeden. Keine Angst, Nella, Vivian. Ja, das war das gleiche, wie sie das letzte Mal auch schon zu mir gesagt hat. Deswegen habe ich mir dabei nichts gedacht. Unten kommt eine grüne Qualle. Stell dir vor, wenn sie bald nach oben und nach unten ausreichen können, das ist wie... Na, da ist eine große. Die große gibt 25 auf einmal. Kleinen geben wie viel? Guck ich gleich, Moment. 10. Glaube ich. Oh, guck mal. Voll toll. Ja. Nein. Ach, geschafft, sehr gut. Oh, na. Was sind wir leidig Fieber mit? Ah, oh, wie süß. Bauri, er fiebert mit. Nein, oh, nein, oh, rechts, links. Ausweichen. Ja. Das ist voll süß. Also, ich glaube, du bist gar nicht wert. Oh, doch, jetzt. So, also, dann gehen wir jetzt hier hin und danach geben wir uns mal die neue Person. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Mal sehen. Du wirst das auf jeden Fall öfter machen müssen mit den Quallen. Weil, weißt du noch, in der ersten Folge, da, um weitere Räume zu bauen, das kostet 7000, 8000 von diesen Dingern. Oh, okay. Müssen wir nochmal gießen. Okay, man muss die Pflanzen doch öfter als einmal am Tag gießen, okay. Das ist aber ganz gut. Ich meine, wenn man häufiger unterwegs ist. Ich meine, irgendwas muss man ja auch zu tun haben. Ich finde das auch voll schön, dass man die Reise quasi, dann dauert halt auch ein bisschen und dann kannst du ja sowieso genügend Zeit zum Angeln. Ich meine, sonst wäre das wieder so ein Angelding, wo du denken würdest, oh, ich habe keine Lust jetzt Fische zu fangen. Aber so kannst du ja einfach in dem Weg, vielleicht kann man die auch ganz gut verkaufen, wir müssen mal gucken. Heringe sind ja nur die einfachsten, aber... Ist auch so ungezwungen, weißt du? Hm? Wenn du weißt, okay, oh ja. Wenn du weißt, du machst das nebenbei. Komm, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Okay, du bist noch nicht angekommen. Kiste. Ja. Du hast eine leere Flasche dreimal bekommen. Du brauchst das doch welche, oder nicht? Mhm. Aber ich hab... Ah. Was ist oh, das? Es ist nachts. Ob da Haie kommen so im Wasser? Oh, hör bloß auf. Hab ich ein bisschen Angst. Also okay, glaub, heute kriegen wir leider nichts. Komm also noch an. Das ist ganz gut, guck mal. Kann man gucken, ob noch irgendwas Schönes kommt. Ich finde das auch, dieses Rumpeln, das kriegt ihr ja auch mit. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, wenn das auf einer Konsole wäre, dann würde dein Controller vibrieren. Ja, es fühlt sich auch so an, als wenn irgendwas vibrieren würde. Weil dieses Rumpf, das ist halt... Also wir gucken jetzt mal. Dieses Haus können wir nur einmal bauen, das wissen wir ja. Hier, abgefüllter Blitz. Okay, wir brauchen... Theoretisch können wir hier Kombüse nochmal bauen. Feld. Ja, das brauchen wir noch nicht. Aber ja, okay. Wir wissen schon mal, dass wir... Wir müssen jetzt leider schon schlafen gehen. Weil, ja, wir haben ein bisschen getrödelt heute. Wir haben ein bisschen was anderes gemacht.
Also wir sollten... Gucke ich nochmal, ob ich vielleicht meine Pflanzen nochmal kann. Nee. Also, wir sehen uns dann bis morgen. Und ja, die Folge war ein bisschen kurz. Aber schön, oder? Also, denk an das Seig. Das bedeutet mir echt viel. Bin ja echt mal gespannt, wenn es rauskommt, wie ihr es findet. Und dann bis morgen. Tschüss. Oder bis morgen, je nachdem. Ja. Oder? Ja. Ja, Sid, wir sagen mal so, wenn 4 Likes drauf ist, wird morgen wieder eine Folge kommen. Dann bin ich zufrieden. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bisschen gespannt. Ciao.